Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Hier ist gerade momentan ziemlich viel los, wir werden angegriffen. Okay, das wollte ich eigentlich nicht, aber jetzt ist er weg. Gut, dann dahin. Du bist sowieso ziemlich am Arsch mit deinem Leben. Ich hab dich ziemlich fertig gemacht. So, solange die angreifen, weil da wird nichts Spannendes passieren, glaubt mir, da wird keiner sterben oder so. Lero hat eine Tierbox und er möchte sie gerne auspacken. Eine Katze bekommt er als plus zwei Kinderspezial-Pumpkin. Oh, herzlichen Glückwunsch. Damit kannst du Kinder zeugen, die richtig, richtig stark werden. So, siehst du, keiner wird sterben. Außer die natürlich. Irgendwer muss ja. So, waren die nur zu dritt? Cool, danke. Die waren anscheinend nur zu dritt. Alles klar. Stehen da jetzt die Normalos? Ja, ne? Okay, perfekt. So, wir haben Leute wieder zu beleben. Und Leute stehen draußen. Erstmal Joshua. Dann, ne? Du läufst noch. Du läufst noch. Ach so, cool. Nur Joshua war draußen. Alles klar. So, Julian. Da bist du. Ich komme mal kurz unter Stims und Reds. Einige Leute wollen auf Quest gehen. Quest, 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 alles klar. Das können wir doch machen. Aber erstmal schicken wir dann die Leute hier rein. Cynthia Brooks, die kommt in den Shop noch. So, das habt ihr schon bekommen. Das habe ich euch schon gegeben, das weiß ich. Deswegen verkaufen wir mal die normalen Gegenstände und dann sammeln wir es ein. Eine doppelläufige Schrotflinte, 9 bis 13. Krimskrams. Und das war's. Hätte besser sein können. So. Wo ist jetzt Bruder? Ich darf den nicht vergessen. Der arbeitet wahrscheinlich noch, oder? Okay, wir gehen mal kurz in die Werkstatt. Nein, in die Sporthalle. So, wo waren wir denn hier drin stehen geblieben? Wir gucken erstmal, wer ist denn alles drin. Zack, zack, zack. So, ich habe das jetzt, mach das jetzt folgendermaßen. Ich werde in dieser Folge quasi die ganzen Vault-Bewohner abklappern, das mit denen alles machen. Und in der nächsten Folge werde ich die Vault ein bisschen bespaßen, weil die Vault kommt momentan zu kurz, weil wir halt viele Leute Roleplay sind. Und deswegen, ich möchte auch ein bisschen was in der Vault schaffen, versteht ihr? Ansonsten kümmere ich mich mal wieder nur um die, ja, um die Roleplayer und das ist halt ein bisschen too much. Was wir hier haben. So, Jump. Das ist in Ordnung. 12. 11. 8. Und 9. Und hier haben wir Bruder, oder? Ja, Bruder. Hat eh trainiert auf. 7. Bruder. Okay, er möchte direkt 8 trainieren. Ich ziehe ihm das Geld direkt ab. So, Bruder. Es kostet dich 800. Zack. So, dann kannst du weiter trainieren. Sehr schön. Wen haben wir noch? Julian möchte weiter Wahrnehmung trainieren, bis er kein Geld mehr hat. Ich weiß doch nicht, wie viel Geld du hast, Julian. Das musst du doch selber wissen. Ja, kannst auf jeden Fall nicht viel trainieren. So, Wahrnehmung hast du mittlerweile auf 3. Das heißt, du willst auf 4 gehen, ja? Na gut. So. Naja, falsch geschrieben. Geil. So. Julie. Jetzt kannst du loslegen. Wahrnehmung war P. Ich weiß nie, was Wahrnehmung ist, ne? Wahrnehmung ist mein Schwachpunkt. P. Also ich wusste es doch. Ha! Habe ich dir gezeigt, Schicksal. So. Wen haben wir noch? Da war Yessin. Möchte sein E auf 7 trainieren. Yessin. Ich weiß nicht wieso, Yessin, aber jedes Mal übersehe ich dich oder vergesse dich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Erwartet. So. Ein Mikroskop für dich. Herzlichen Glückwunsch.
Komm mal rein. Du trainierst jetzt E. Du hast dein E auf 6. Na gut. So. Dann trainier mal fleißig. Ja, cool. Wir kommen doch voran. Wir kommen voran. Du kommst ja in den Shop. Fallout Boy. Ein Globus, ein Teddy, eine Schaufel. Nice. Zeug gesammelt. Du passt noch da rein. Läuft hier noch irgendjemand rum? Ja. Du läufst hier rum. Du darfst da drinnen bleiben. Ich weiß noch nicht, was ich mit dir machen soll. Ich glaube, du solltest P trainieren, ne? Uni 1. Ich glaube, die ist sogar vergeben. Muss ich später mal gucken. Da läuft noch einer rum. Geh arbeiten, du Drecksau. Oh, wir haben wieder Wasser. Wir brauchen die Mr. Handys wieder, sonst kriegen wir ein Problem. Aber dafür kümmere ich mich ja gleich erstmal ein bisschen um die Vault. So, gucken wir mal. So, jetzt haben wir ja Fallout Boy noch, ne? Fallout Boy. A und E. Das heißt, E hat er ja schon voll, der Fallout Boy. Wahrscheinlich fehlt noch A, ne? Oh, da fehlen noch zwei. Alles klar. Wie viel hat er jetzt? Genau. Ziehen wir mal 500 ab. Alles klar, Digga. Dann trainier mal A. Bitteschön. So, Bruder darf ja auch noch drin bleiben. Perfekt. Ich glaube, dann haben wir jetzt die alle abklabustert. Können in den Shop gehen. Habe ich jetzt reiner Zufall langsam drin? Glaube schon, oder? Da ist er doch. Okay, alles klar. Ah, ich habe seinen I-Wert nicht korrigiert. Das mache ich gleich noch. Das mache ich gleich noch. Geil. Das bist du, ne? Gut, dann kommst du hier in die Räume. Dann brauchen wir jemanden neuen im Forschungslabor, ne? Brauchen wir Intelligenzbestien. Wann seid ihr denn endlich so weit? Ihr seid da seit 50.000 Folgen drin. Ah, okay, zwei Folgen noch. Außer du. Du noch eine ganze, ganze Menge. Okay, Joshua ist auch drin, ne? Nur mal kurz checken. Joshua ist auch drin. Ah, er kann heim. Sehr schön. Ich glaube, dann habe ich die wichtigsten. Dann gehen wir doch mal direkt in die Werkstatt, denn Hosenkobold möchte gerne was bauen. Und zwar eine Vorkriegswerkstatt. Wir gucken erstmal Hosenkobold. Wo ist er denn? Da ist unser Hosenkobold, ja. So, Klamotten. Mal was Neues. Ich weiß nicht, wander einfach weiter durch die Vault, ist okay. Weil nicht können wir die auch wandern lassen, ne? Dann sind die nicht so gefährdet. Ja, weißt du was? Es gibt tatsächlich eine Mod, da konntest du sie aus der Vault heraus in die Kaffeepause schicken. Allerdings verursacht dieser Mod auch, dass du unendlich Kronkorken und so weiter hast. Was ein bisschen uncool ist, muss ich sagen. Ja, ein bisschen, ne? Ja, gut. Gucken wir mal, was die Quest sagt. Okay, wir haben drei Leute, die auf Quest wollen. Zwei können wir leider nur losschicken. Wir müssen erst warten, bis die rausgehen, damit ich sie nicht vergesse. Und du kommst auch einmal kurz rein. Du wanderst jetzt aber nicht durch die Gegend, oder? Wahrscheinlich bleibst du jetzt hier stehen. Geh auch mal kurz raus. Dann lassen wir sie wandern. Kriegen sie keine Erfahrung, gar nichts. Und dann passt das schon. Oh, ja, komm zurück. Und du auch. Und jetzt du. So, jetzt drücken wir nur auf Sammeln. Und dann laufen sie fröhlich durch die Vault. Ist ein bisschen komplizierter, das Ganze zu machen, aber wenn es nicht anders geht, dann geht's nicht anders, ne?
Also gut. Achso, nee, wir haben gar nicht drei Leute. Achso, Pyro und Pasco. Warum habt ihr so ähnliche Namen? Egal, wir haben doch drei Quests. Ich will mit Pasco und Fall Out Boy die Quest aus Kräuterzig machen. Sag mal, kannst du keine Quest schreiben? Hast du ein Questdefizit? Ho. Ich brauch die. So traurig. Auf Kräuterzug. Oder wie Deadline es sagen würde, auf Kräuterzick. Also, wir haben Deadline. Tja, tut mir leid. Du bist in der Krankenstation. Fallout Boy ist auch noch nicht so fit. Das heißt, ihr müsst warten. Dann die nächsten. Dann gehen Kara und ich auf die Rampenlicht-Quest. Alles klar. Rampenlicht. Nein, ich will zurück. Rampenlicht. Im Rampenlicht da. Perfekt. Das heißt, wir haben Kara und Mrs. Handy. So, aber keine Sorge, Leute. Ich hab's nicht vergessen. Sturmgewehr und rostige Plasmapistole. Ich hab's nicht vergessen. Würde ich niemals tun. Weshalb die für Stimms und Reds? Mrs. Handy nimmt zwei mit. Kannst auch gerne schreiben, Stimms oder Red. Aber ich glaube, du hast keine Reds. Und Kara hat wahrscheinlich nichts. Alles klar. Dann viel Glück, ihr beiden. Ich drücke euch die Daumen. So, reiner Zufall. Du gehst jetzt hier rüber. Und du wanderst da nach oben. Ich meine, wir kriegen hier ja schon genug Stims. Eigentlich könnt ihr alle da hochgehen. Ist jetzt unnötig. Solange hier Leute noch rumsitzen. Okay, dann. Pyro, ich würde gerne die Quest im Rampenlicht. Ich glaube, du bist ein bisschen spät dran, mein Freund. Magazin aus dem. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Folgequest ist von Rampenlicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Scheint ja dann was Gutes zu sein, wenn er schon voraus weiß, was es ist. Aber ich weiß es nicht, was Pyro da plant. Auf jeden Fall, die beiden gehen gerade zum Rampenlicht. Und Pyro muss dann halt erstmal warten. Ne? So, dann lösche ich mal die Anfrage. Zack. So, dann ziehe ich nochmal die Stims ab. Nee, ich vergaß. So. Ich muss ja nur Mrs. schreiben. Perfekt. So, du kriegst sie wieder, wenn du mit was zurückkommst. Ich mache das jetzt am besten so, weil dann verplane ich das nicht, irgendwie wegzumachen, weil es die fehlen. Na cool, da haben wir jetzt alle bespaßt, ne? Geil, endlich. So, was haben wir denn hier für Quest? Ich drück doch schon die ganze Zeit richtig. Bin ich irgendwie behindert oder so? Sammle sechs seltene Outfits. Alles klar, schließe vier Quests im Ödland ab. Okay. So, Pasco wollte auf keine Quest. Deadline wollte auf eine Quest. Tywin ist nicht bereit. Reiner Zufall. Du kannst los. Lero. Du kriegst doch dein Haustier, ne? Oh, stimmt, da war ja noch Liz. Falls sie jetzt nicht schon gekauft wurde. Alles klar, wurde noch nicht gekauft. Also Liz ist noch verfügbar. Ist schon nicht schlecht. So, Lordi. Du gehst auf keine Quest, oder? Mit Pasco. Oh, habe ich jetzt Pasco rausgeschickt?
Ich komm zurück. Haha. Ich hab dich mit Lord verwechselt. Kann passieren. Magisas! Los. Schnapp sie dir. Büro. Und Baxi. So, vielleicht findet ihr jetzt noch was. Es wäre natürlich grandios. Haben wir jetzt alle möglichen rausgeschickt. Und wir können uns easy um die Vault kümmern. So, das heißt, ich werde gleich eine Menge Vault-Feuer löschen müssen, damit wir die Quest hier schaffen. Wir brauchen nämlich diese 50.000 für den Friseur. Das Problem ist, ich will... Die hier will ich nicht wegwerfen, weil die gehen ja. Ich habe das Gefühl, wenn man eine Quest wegschmeißt, dann kommt sie wieder und wieder und wieder und wieder. Das heißt, man sollte möglichst immer die Quest abschließen. Das ist ein reiner Zufall. Findet er direkt was? Was ist denn los? Untersuche die Red Rocket Raststätte. Dann tun sie das mal. Die Rettung in der Not. Ich bin ganz alleine und habe keine Vorräte mehr. Deine Entbehrungen sind vorbei. Im Vault gibt's von allem genug. In dem Fall bin ich dabei. Alles klar, reiner Zufall. Du hast einfach mal einen Charakter gefunden. Er ist nicht der Schlauste. Ja, da ist die Tür. Hast du richtig gut erkannt. Ja, scheiße, meine Pläne wurden gerade umgeworfen. Puh. Ja. Das ist jetzt blöd. Okay, reiner Zufall. Du hast jetzt einen Charakter bekommen. Folgendermaßen sieht es aus, wenn du zurückkommst nach deinem... Ich schicke dich jetzt gleich zurück, dann kannst du den Charakter direkt sehen. 0 Minuten. Er ist vor die Tür gegangen. Er ist actually vor die Tür gegangen, hat dein Haus gesehen und da war einfach ein Typ drin, der die Vault nicht gefunden hat. Er müsste sie doch sehen. Keine Ahnung. Ja, denn mein Plan war es jetzt eigentlich noch eine zweite Folge aufzunehmen, um eine Quest zu finden. Es hat sich jetzt erledigt. Das heißt, ich nehme jetzt morgen nochmal auf, weil es lohnt sich jetzt nicht mehr. Es lohnt sich halt noch eine zweite Folge aufzunehmen, damit ihr was im Ödland findet und ich mich gleichzeitig um die Vault kümmern kann. Aber so bringt das einen Furz. Wo ist dein Charakter? Also ich muss sie erstmal reinschicken, ne? Komm. Und dann kannst du nochmal raus. So. Ui. Ja, reiner Zufall. Willst du diesen Charakter übernehmen oder willst du es nicht? Weil dann müsste ich das hier auch nicht zurücksetzen, ne? Stimmt. Ich hab's ganz vergessen, das zurückzusetzen. Weißt du was? Komm zurück. Wir lassen dich mal hier bei. Wir lassen euch beide hier draußen stehen. Du entscheidest, was du mit deinem Charakter machen willst, den du jetzt bekommen hast. Und je nachdem, ob du den jetzt behalten willst, ob du ihn jetzt sofort haben willst, ob du ihn verkaufen willst oder ob du ihn nur noch trainieren willst, das liegt alles an dir. Ansonsten wählst du diesen Charakter und ich setze die Intelligenz zurück. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns dann morgen zu einer frischen Folge wieder. Und dann sind alle wahrscheinlich wieder da. Haut rein, euer Zero. Tschüss.